Hey Leute, was geht ab? Neuer Vlog? Ihr habt den Berg schon erkannt. Das ist der Erzberg. Leute, 4 Tage Vollgas. Ich bin hier beim Erzberg Rodeo 2022. Wir haben jetzt Donnerstagmorgen. Die Sonne knallt jetzt schon wie Sau. Hinten im Hintergrund seht ihr meinen gelben Bus. Wir sind gerade angekommen. Ja, wir sind gerade angekommen. Was soll ich sagen? Ich habe richtig, richtig Lust. Bisschen spontan. Ihr kennt es von mir, auch Super Enduro Riesa war auch spontan. Aber wir sind jetzt hier. Mein Vater ist dabei und die Emma, mein Hund. Was steht heute an? Oder erstmal, wie komme ich denn jetzt dazu? Also, Erzberg. Ich muss ein bisschen ausholen. Mit dem ganzen Erzberg Rodeo ging meine ganze Enduro-Karriere tatsächlich erst richtig los. Denn ich glaube, es war 2015, wo ich zum ersten Mal beim Erzberg war oder angemeldet war. Daraufhin habe ich gesagt, okay, mit dem Motocrosser, ich bin zuvor immer nur Motocross gefahren, mit dem Motocrosser beim Erzberg Rodeo macht das Sinn? Ich glaube nicht. Und daraufhin habe ich mir dann meine erste 300er gekauft, KTM. Und dann 2015 war ich dann zum ersten Mal hier, konnte mich auch direkt qualifizieren. Das ist schon echt ein Erlebnis. Also wenn man dann sonntags da unten steht mit den 500 besten Enduro-Fahrern der Welt, ist es schon echt ein ganz tolles Erlebnis. Dann 2016 und mein letztes Mal war 2017. Also ihr seht, 5 Jahre sind jetzt her. 5 Jahre war ich nicht mehr hier. Und jetzt, 2022, ist es endlich wieder soweit. Ich habe so Bock. Ich freue mich einfach. Wir sind jetzt da. Wir sind die Nacht gefahren, von Mittwoch auf Donnerstagnacht. 8 Stunden Fahrt. Wir mussten nochmal zurückfahren, weil wir Zeug vergessen hatten. Alles egal jetzt. Wir haben 9 Uhr morgens. Ich gehe jetzt zur Anmeldung. Nimm die Kamera mal mit. Und dann ins Pressebüro. Und dann steht, glaube ich, heute Mittag erstmal der erste Wertungslauf Rocket Rider an. Habe ich mich auch angemeldet. Danach geht es im Prolog hoch. Ich muss mal gucken, dass ich mir ein E-Bike organisieren kann. Und ja, dann zweiter Lauf Rocket Ride. Vielleicht ins Finale, wir werden mal sehen. Ich muss dazu sagen, oh, ich bin echt seit 6 Wochen kein Enduro mehr gefahren. Ob das gut geht, wir werden sehen. Naja, alles egal, jetzt geht's los. Erzberg Rodeo 2022, Alis Vlog. So, erste Station, Anmeldung. Ihr seht schon, ist gar nicht so viel los. Kurz anmelden, macht kurz Verzicht abgeben und dann gibt es hier die Startnummern und ein cooles blondes Red Bull. Lustigerweise habe ich jetzt schon die anderen Deutschen gesehen, Mike Schubert und Familie Ganz, was ziemlich cool ist. Ich freue mich. Das wird schon ganz lustig. So, mein Täschchen habe ich, Startnummern und Presseweste sind am Start. Startnummer habe ich die 267, also schon relativ früh morgen. Jetzt heißt es aufkleben, dann zur Fahrzeugabnahme. Dort wird die Rahmennummer nochmal gecheckt. Und ja, dann kann ich mich schon so langsam mal anziehen, weil dann ist um 12 Uhr schon der erste Rocket Ride Lauf. Ich habe mit Mike Schubert eben gesprochen. Er sucht den Hang zwar vergebens, also weiß eigentlich noch keiner so richtig, wo der ist. Anschauen kann man sich das vorher auch nicht so richtig. Naja, wir schauen mal, meine Hose rutscht. Oh Mann, ey. Bisschen Chaos, bisschen Struggle, bisschen Ghetto. So muss es doch sein. Bike is ready. Vielen Dank nochmal an Max Schneider, der mir seine Felge ausleiht. Das lila, weiß, orange kommt einfach zu geil. Weste habe ich auch an, ab zur Abnahme. Das Ding ist einfach jedes Jahr aufs Neue beeindruckend. So, ich glaube oder ich hoffe, man sieht's. Ich kann gerade die ersten Blicke von dem diesem Jahr Mitas Rocket Ride erkennen. Hier unten ist der Start, da fährt einer hoch. So, sieht ganz sportlich aus. Dann auf die zweite Trasse.
Und dann geht es anscheinend darüber, dann nochmal hoch und dann zum Schluss nochmal hoch. Ha, krass. Alter, ey, das ist einfach so geil. Das ist unglaublich. So, jetzt sieht man mal den Start. Der Start ist da unten. Erste Plateau, zweite Plateau, dritte Plateau mit Vollgas hier hoch. Hier den einen Hang. Da oben ist der Mike. Mike, sag mal hallo. Schubex auch am Start. Ich glaube, der ist motiviert. Ja, und dann da hoch zum Torbogen. So sieht's aus. Das seht ihr natürlich auch gleich in der Onboard-Aufnahme. So Leute, ey, so schnell kann sich das Blatt wenden. Eben noch 30 Grad, 35 Grad in der Sonne und jetzt ist hier Sturm. Direkt vorm Rocket Ride. Oh, ihr seht schon, Moment. Es ist am Regnen, es ist am Blitzen. Alter, die Aufbruchstimmung. Ich wollte nicht gerade anziehen, aber ich glaube hier, Rocket Ride wird jetzt erstmal abgesagt. Krass, richtig krass. Innerhalb von einer halben Stunde hat sich das hier alles geändert. Oh Mann, ey. Eine Stunde später, ich bin angezogen. So schnell wie das Gewitter kam, so schnell ist es jetzt auch wieder weg. Strahlend blauer Himmel wieder. Jetzt können wir da hinten zum Rocket Ride. Ich ziehe den Brustgurt an und nehme euch mit. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Prolog. Ihr seht es ja schon, da vorne ist der Start. Ich könnte mir ein E-Bike organisieren, aber nicht bei Husqvarna oder Gasgas. Das hat leider ein bisschen zu lange gedauert. Ingo Lange, der Ritter in Not. Echt tausend Dank auch jetzt nochmal. Ich hoffe, du siehst das heute Abend oder morgen früh. Geil. Vielen, vielen Dank, dass du mir dein Bike zur Verfügung stellst. Weil zu Fuß, das hätte ewig gedauert. Und ja, ich will den Prolog auf jeden Fall einmal abfahren und das tun wir jetzt mal. Ja, ich sehe schon, hier ist der berüchtigte Startturm. Hier haben sie sich direkt was überlegt, entweder rechts zum Baumstamm. Oder halt, da ist das auch drüber. Dann geht's los. Mike, falls du das hier siehst, ich hoffe, du und deine Freundin, ihr konntet jetzt auch ein Fahrrad ergattern. So sieht's auch im März 2022 an. Altbekannt, eine Trasse. Viele, viele kleine Steinchen. Und dann Vollgas. Ein paar Pfützen sehe ich schon da vorne. Ich bin immer noch begeistert von dem Ausblick. Die Pfütze war ganz schön tief. Hier der Hang, den kennen wir auch alle. Ich war 2017 auch dabei. Erster Anstieg. Schiebe ich aber jetzt nicht hoch. Ich fahre außen rum. Leider zu spät. Alter, der Kipper, das ist schon eine Hausnummer. Hier der nächste Hang, den man kennt. Der Kollege schiebt hoch, das mache ich aber auch nicht. Der war sogar 2017 schon drin.
ja, Vollgas rein. Was das? Kurz Pause müsste auch mal sein. Oh, oh. Hinten kommt auf jeden Fall schon wieder ein Gewitter an. Hoffentlich schaffe ich es noch. Was ich euch jetzt schon verraten kann, ist, der Prolog geht nicht ganz hoch, sondern nur bis da auf die Ebene. Also ein paar Ebenen. Wie sieht's aus? Yes, boys! Yeah. Nice! Die Jungs müssen nicht helfen. Where are you from? We're friends! Ah, nice! Have you seen good? First time? Yeah, it's back there. It's the first time. Yeah, nice. It's crazy here. Ah, yes. Oh, it's really nice. It's amazing. Oh. Yeah. Have fun, guys. Thank you. My name's Doug. Hey, Vanni. Was soll ich sagen, Jungs und Mädels? Der klassische Esberg-Prolog. Breit, Schotterpiste, Knallgas. So, für mich neu. Sonst bin ich immer komplett hochgefahren. Jetzt machen wir bei der Hälfte, machen wir einen Knick, fahren hier rüber und fahren sogar die Trassen hier runter. Das kenne ich auch noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen, was noch kommt, aber ich glaube, das Ziel kann gar nicht mehr so weit weg sein. Gerade noch rechtzeitig vorm Regen. Oh, donnert's. Hier ist das Ziel. Vielleicht kennen einige von euch hier das Riesenhaus. Ja, Leute, was soll ich sagen? Typischer Erzberg-Rodeo-Prolog. Ehrlicherweise muss ich sagen, bin ich kein guter Prologfahrer. Das letzte Mal, wo ich da war, bin ich so, glaube ich, 350 oder 400. Der hat mich qualifiziert. Da weiß man ja auch schon, dass das am Sonntag dann Krieg gibt. Aber jetzt hier hoch zu, habe ich mir so gedacht, ja Alex, ist ja alles schön und gut. Es gibt Leute, die mögen den Prolog, die Art von dem Prolog. Dann gibt es Leute, die finden das einfach komplett kacke. Sorry für den Ausdruck. Aber eigentlich ist doch Hard Enduro oder generell unser Enduro-Sport Grenzen neu auslotsen und da fahren, wo sonst keiner fährt. Und dann habe ich so überlegt, ja, genau das ist es doch eigentlich. Neue Grenzen auslotsen und da fahren, wo keiner fährt. Wer kann schon sagen, er fährt mit seinem Motorrad mit über 120 km/h einen riesigen Berg hoch. Natürlich Sturzfaktor und alles, das muss man auch berücksichtigen, aber ich finde, so dumm wie sich das jetzt anhört, aber es wird schon immer so gemacht. Also ich finde auch, wenn man nur jetzt über den Prolog schimpft, aber so wurde der Prolog schon immer hier ausgefahren und ich glaube, der hat auch schon seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz finde ich das aber auch ganz geil, dass der kürzer ist. Der ist deutlich kürzer wie sonst die Jahr oder wie 2017. Was ich cool finde, ist, dass man tatsächlich wirklich nur mit dem E-Bike oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß hier hoch kann. Finde ich deutlich angenehmer und deutlich sinnvoller. Ich konnte mir jetzt viel mehr merken, wie damals noch mit 1500 Leuten in einer Staubwolke dann da hochfahren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass sie jetzt richtig anfängt zu regnen. Ich mache jetzt mal den großen Gang rein und hau mal ganz schnell ab, dass ich mal schnell nach da unten komme. So Leute, Lauf 2! Ich musste mich doch nochmal umziehen. Ich habe es ins Superfinale geschafft, als, glaube ich, 30. oder 31. von 264 Startern oder 34 Startern. Das ist in Ordnung. So, gar nicht lang schnacken. Ich habe Zeitdruck. Let's go. Ja.
So schnell geht's. Tag 1 schon geschafft. Ey, ich war den ganzen Tag echt müde, muss ich ehrlich sagen. Jetzt die Hinfahrt heute Nacht hierhin. Ich konnte kaum schlafen. Ja, die Emma ist auch müde. Aber Tag ist geschafft. Was stand heute an? Ihr habt es ja gesehen. Rocket Ride. Finale war dann auch echt nochmal ganz geil. Also ich habe erst gedacht, oh wei, was wird das werden mit 6 Mann da hoch. Aber das hat richtig Laune gemacht. Ich glaube, es waren 6 Trassen. Einfach Knallgas, das war richtig, richtig gut. Ich glaube im Viertelfinale bin ich ausgeschieden, unter den besten 24, ich glaube das lässt sich, kann sich zählen lassen. Ich bin aber jetzt echt froh, wenn ich jetzt gleich das Moped reintun kann, mich umziehen kann. Ich tue das dann mal alles auf den Laptop ziehen, ob ich das Video heute noch schneide oder morgen nach meinem Prolog. Das entscheiden wir mal. Heute war sowieso ein bisschen stressig. Also heute war, das war, wusste ich aber, dass heute der Tag ist, wo ich halt nicht viel jetzt Interviews oder zu den Teams gehen kann. Das steht jetzt alles am Freitag und am Samstag an. Heute war wirklich ankommen, Rocket Ride, Prolog ablaufen oder abfahren und dann ja, Superfinale. So sieht's aus. Tag 1. Ey, Wetter, das ist einfach krass. Also manchmal 30 Grad Sonnenschein und dann bam, auf einmal hier Regen. Jetzt hat sich heute Abend hat sich dann doch ziemlich eingeregnet. Ich bin brabbelnass bis auf die Knochen. Ja, so sieht's aus. Ey, was soll ich sagen? Erzberg, ich hab's echt vermisst, muss ich euch sagen. Guten Morgen, Freunde. Tag 2, Freitag. Heute ist Prologtag. 10:30, ich habe mich angezogen. Es geht gleich los. Es hat heute Nacht mega viel geregnet. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen, weil ich so gut geschlafen habe. Ich werde das so machen, ich werde gestern den Vlog, also das, was ich alles gefilmt habe, Rocket Ride, Prolog, mit jetzt meinem Prologlauf noch verbinden. Einmal werde ich den kompletten Prolog hochladen und halt jetzt in dem Video dann nochmal ein paar Ausschnitte. So sieht's aus, nicht lang babbeln, ab aufs Moped und ab da hoch.
Leute, ich habe es geschafft, ohne zu sterben. Erste Prologfahrt oben gewesen. Ja, ich hatte Glück mit dem einen, den ich überholen musste. Den konnte ich noch vor dem ersten Uphill, vor der ersten Auffahrt überholen. Deswegen hat es jetzt so viel Zeit gekostet. Da kommt er gerade krass. Einfach nur krass. Ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen zimperlich gefahren, aber im Großen und Ganzen war es echt zufrieden. Bin ich zufrieden. Hier, es geht um Spaß an der Freude. 3,50er lief richtig gut. Also sonst die Jahre immer 4,50. Aber hier bei dem Engeschlängel war die 3,50er echt geil. Top. Hier sind die anderen Fahrer. Und dann wird man, wenn man es überlebt, mit der Aussicht belohnt.